Oh nein, hat genau gleich passiert wie mein Set, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird das einfach locker fertig machen, ohne dass wir irgendein Problem haben werden, ne? Danke, Jill. Vielleicht sollten wir das Ding auch mal angreifen, statt nur zuzuschauen. Bitte, nur jetzt. Okay, die Musik startet schon mal, das ist ein gutes Zeichen. Aber bitte nicht. Habe ich unendlich? Ne, habe ich nicht. Lustige Flamme. Ich werde wahrscheinlich wieder einen Schnitt machen. Nach all dem. Ich wollte jetzt nicht mitten im Kampf jetzt irgendwie einen Schnitt machen oder so. Mal anvisieren. Da. Da habe ich aber noch weniger Schaden machen, weil das Feuer ist. Sieht aus wie eine jüngere. Sieht aus wie eine jüngere. Oh Gott. Eine jüngere, dünne Version von Ifrit. Bootleg Ifrit. Ah, ich bin ausgewichen, Kollege. Au. Okay, da bin ich nicht ausgewichen. Ich gebe es ja zu, Mann. Ich habe noch die falschen Tastenkombinationen hier. Gott. Oh, Diamantenstaub. Normalerweise Shivas Attackenname. Das ist ihre Ultimate. Los. Also gut. Ich werde mich beeilen. Gott. Au. Was? Bist du denn auf einmal? Okay, irgendwie kriege ich das hier nicht so hin. Ja, da nehme ich ja durch Schaden. Aber ich habe den schon wieder nicht irgendwie anvisiert gehabt.
Muss ich da runterziehen? Nee. Okay. Ich habe mich schon mehr getroffen dadurch. Ja, bin ich ja voll im aus dem Rhythmus in diesem Kampf. Immer schon vorher ausweichen, so aus Paranoia, ne? Was ist das? Oh mein Gott. Das sieht voll komisch aus, so. Irgendwie voll mit seinen Beinen so aus heute. Und einfach alles draufhauen. Greif. Ich bin ausgewichen, Mann. Ich kann gar nicht aufstehen. Dieser Angriff, ne? Schneller. Was für ein Angriff? Der funktioniert. Gott. Okay, irgendwie bin ich da ausgewichen, ohne getroffen zu werden. Okay, der kommt immer noch mit neuen Angriffen um die Ecke. Ah. Okay. War super knapp übrigens gerade. Okay, kannst du mal mich beruhigen? Du hast mir gerade ein bisschen zu sehr rein. Ja, diesmal habe ich aufgepasst. Na, ich mache den Angriff nochmal. Danke. Okay. Okay. Oh, 200 Punkte war schon der ganze Boss. Flüssige Flamme. Okay. Kein Ifrit Bosskampfmodus oder irgendwie so. Ich meine, können ja nicht mit jedem Bosskampf machen, aber ich werde das beenden, Clive.
Greif dein Schwert. Check. Ich habe jetzt ein größeres Schwert. Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Oh. Wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Kann man den Edgelord-Modus bitte jetzt abstellen, Jill? Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Was los? Ja, du hast geknurrt. Okay. Also kommt da jetzt nichts aus dem Kristall raus irgendwie, so wie mit damals. Der Aaron. Sieht aus wie das am Phönixtor. Dann lass mal da reingehen. Wir müssen weg. Ja, schnell. Oh. Also wer ist denn das jetzt? Da war ja nicht Joshua, ne, den wir damals gesehen haben, ne? Angeblich. Das ist eine separate Figur dann, ne? Ist das Ultima? Eine Form von dem irgendwie so was? Oh, Jill. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Wenn sie überlebt hat, überrascht mich. Ja, ich glaube, ihr solltet eure Kristalle ein bisschen mehr beschützen jetzt. Hier entlang, Hoheit. Oh,
Kristallen. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Ja, das hat Mädchen, was wir getroffen haben, ne? Ich komme zurecht. Das war doch kaufen, Leute. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Ja, also warte, Ultima. Warum jetzt nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sino. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort? Im Dominium, euer Gnaden. Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrek? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt. Und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Ich kann mir vorstellen, irgendwann weiß ich nicht, so ein anderes Spielmodus freigeschaltet wird, wo wir ihn spielen anstatt Clive. Sehen, was er so macht. Irgendwie so Potenzial, oder? Weil wir haben ja gespielt, ne? Haben wir gespielt, jetzt einmal kurz.
Randella. Der Versuch des Belagerungsheers, den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Ah, guck mal, wer da ist. Kater Carlo. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von San Breck kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Schon das zweite Mal irgendwie so weisen runtergemacht worden sind. Auf Befehl aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Aber das ist ja die Kaiserin. Unsere Mutter, ne? Ich bin ziemlich sicher, die hat eine vernünftige Lösung für all das, ne? Was das zu bedeuten hat, Lord Kupka. Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu beraten. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure, er ist der Sohn einer Kaiserin, euer Sohn Clive. Oh, ach so. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge? Ich dachte, ihr meinten den echten Seth. Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Seth hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich San Breck euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominos oder nicht,
Die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Ach, da war eine die ganze Zeit. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sanbrick. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigur tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Schon bald. Okay. Ja. Wie ist ein bisschen Koko. Kann ich lesen. Sie ist seit Stunden da drin. Irgendwas stimmt nicht. Na, wir haben doch nicht Schieber bekommen, merke ich gerade. Was sie noch am Leben ist. Also sie ist jetzt tot. Ich sollte ein bisschen mehr emotional verknüpft mit dem Spiel sein, ne? Das ist furchtbar. So, wir haben wieder neue Quests. Oh, und ich werde wahrscheinlich einen Schnitt machen, so noch eine etwas Zeit, ne? Sind die Gerüchte guck mal. So viele neue Sachen. Ja, aber sowas von. Was ist denn? Was suchst du denn? Oh, Platin-Schwert. Das Ding ist stärker als diese legendäre Waffe, die ich mir so hergestellt habe. Soll ich mal schon sagen, wenn das jetzt hier direkt schwächer ist, als was ich gerade gefunden habe, ne? Geh dann vor und hält sie bis zum Abfeuern bereit. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Oder. Wieder zurück. Kann ich einen von den beiden schlagen? Schmieden. So. Ich kann halt eigentlich auch hier herstellen, ne? Dann müsste ich eine flüssige Flamme herstellen. Platinkanonen. Flüssige Flamme, Platinschwert. Für den Sachen habe ich so viele Sachen, ne? Brauche ich flüssige Flamme für irgendwas? Was das? Also, was ich mache. Was ist? Ich habe nicht den. Ich kaufe mir jetzt Dateien, ne? Ich hoffe, du hast es passend. Direkt mal anlegen, ne? Kann ich eigentlich auch Sachen verkaufen? Ja, kann ich sogar. Sollte ich da tun, ne? Den Platin-Wort holen. Ja, holen wir mal. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Und die brauche ich nicht, weil ich das habe. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Gleich. Dann gehen wir mal hier hin und tun unser Schwert direkt hochballern, ne? Mal verstärken, ne? Sieht halt nicht aus, als könnten wir jetzt irgendwie ein Schwert direkt bekommen, ne? Ein neues. Und tun wir jetzt hier ein bisschen mal was hier reinpacken, ne? Will ich das machen? Ja, ne? Das muss erstmal reichen. Und dann machen wir halt noch mal, ne? Ja, schon besser. So, man kann halt aber dann immer nur zweimal hochleveln, so wie ich das sehe, ne? So, was mit denen, was ich gerade bekommen habe, kann man nicht hochleveln, ne? Und? So, jetzt habe ich ein gutes Schwert, ne? Nice.
So, der Schaden unter Höhe, das ist schon mal gut, ne? Sag Bescheid, wenn du morsche Bretter findest. Dann gehen wir mal da ein. Guck mal, was diese Quest ist, ne? Gehe ich hier richtig? Ja. Ich will mir trotzdem irgendwie so einen Schnellreisepunkt irgendwie so mal wünschen. Wenn hier schneller gehen würde. Wenn wir gerade ein. 2000. Hm, ja, dafür wollte ich sparen, genau. Ayo. Sid, ich weiß, wer im Versteck lebt, soll seine Vergangenheit hinter sich lassen und sich der Zukunft zuwenden. Das stimmt. Ja, das sage ich jeden Tag. Und doch, es geht darum, dass... Nun, ich weiß, du stammst aus Rosaria und ich brauche jemanden, der mit der Gegend vertraut ist. Auf den herzoglichen Wiesen wächst eine Vielfalt an Heilpflanzen, die es sonst nirgends gibt. Darunter eine Blume namens Nixenkelch, mit der sich die Wirksamkeit von Arzneien steigern lässt. Meine Jugend verbrachte ich zum Üben im Burghof. Mit Pflanzen kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Weißt du, normalerweise nur Pflanzen. Die wir hier brauchen, müssen wir von weit her heranschaffen. Und wenn sich eine Lieferung verspätet, dann leiden die... Ich soll da hingehen und die holen. Komm zum Punkt. Blume finden und hier züchten, könnte das viele Leben retten. Aber wie du weißt, sind die Kaiserlichen überall. Und für einen schlechten Kämpfer wie mich... Das ist wie ein Genshin Impact, ey. Anstatt mir einfach zu sagen, los, geh da hin und hol mir das Ding. Nee, wir müssen jetzt meine ganze Hintergrundgeschichte erzählen. Solltest du aus anderen Gründen in Rosaria sein, muss Paimon noch irgendwie 10 Sachen dazwischen sagen, die irgendwie... keine Funktion haben. Kannst du mir beschreiben, wie die Blume aussieht? Aber sicher. Meinen Heilkundebüchern nach sind die Blüten der Blume gelb und in etwa so groß wie ein Goblinauge. Und sie wächst wohl am Kloster St. Gledemond. Damit mir das Anpflanzen hier bei uns gelingt, brauche ich mehrere Exemplare mit intakten Blüten, um Samen daraus zu gewinnen. Ach, eins noch. Der Duft der Blume soll unglücklicherweise auch eine anziehende Wirkung auf wilde Kreaturen haben. Sicher keine gefährlichen, hoffe ich. Na Gott. Was ist das hier? Oh, ne, haben wir schon mal gesehen. Was ist das hier? Hm, rein Schokobos. So, oder ist da noch eine Quest, sehe ich gerade. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurückrennen, oder? Hätte ich mir doch schon irgendwie so einen Schnellreise, oder kann ich mich irgendwie dahin teleportieren? Nö. Hm, dann kümmern wir uns erstmal um die Nebenquest, ne? Ich weiß, Jill ist höchstwahrscheinlich diejenige, über die er geredet hat, ne? Da steht, ich soll in der Krankenstube reingehen, aber warten wir. Wir sitzen hier mal aus. Ich sehe mal wieder was Neues. Ich meine, ja, sicherlich. Ah, nee, das ist der Übungsraum, ne? Hm. Die ganzen Boss, gegen die wir gekämpft haben hier. Ein neues Lied. Okay. Also, was ich auch mal machen könnte, ich könnte mal gucken, ob sich jetzt bei diesem einen Ding da was getan hat. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich erzähle euch gleich mal, was ich meine. Was mache ich denn jetzt bitte schön? Was ist denn los? Ich muss dringend zwei Kleider nähen und habe nicht ein Fitzelchen Stoff. Ein Wunder, dass die Lumpen, die hinter dir noch nicht auseinandergefallen sind. So können sie auf keinen Fall länger herumlaufen. Was ist denn da am Boden? Auch hier im Versteck braucht es schließlich eine gewisse Ordnung. Du willst doch auch, dass die beiden sich hier wohlfühlen, oder nicht? Mir kann ich helfen. Natürlich will ich das. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ein Schatz, Clive. Also, ich habe schon für zwei Ballen Stoff bei der Tuchhändlerin in Nordstedt bezahlt. Blau und rot. Aber sie liefert nicht.
die auch, wenn wir auf keiner Karte verzeichnet sind. Also muss irgendwer diesen Beleg nehmen und die Bestellung abholen. Und mit irgendwer meinst du sicher mich? Ganz genau. Wir sind auf keiner Karte. Irgendwie ist das ein voll auffälliger Ort hier, ne? So ein verlassenes Luftschiff. Ein Ballen blauer und ein Ballen roter Stoff. Ich brauche beide. Da wir noch nicht entdeckt worden, ist irgendwie ein Wunder. So, kann ich mal kurz nachgucken. So beim, oh, ich glaube, das ist das, glaube ich, sogar was Neues, sehe ich gerade. Na gut, machen wir die Sachen erstmal, ne? Oh, guck mal hier, oh nee, oh nee. Nördlich der Trauerbucht Rosaria. Westlich von Rhea Nutzrit. Nördliche Trauerbucht, westlich von Rhea Nutzrit. Okay. Trauerbucht Rhea Nutzrit. So, was mit der? Wie geht's, wie steht's? Bitte schön. Was ist der Sinn von diesen Typen? Ich glaube, das Spiel nimmt irgendwie nicht an, dass ich irgendwie so schnell schon die Quest abschließe, ne? Okay, was machen wir denn so als erstes? Dann weiß die Monsterpletten. So, was ich nachgucken wollte. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ist das das hier? Ja, ist da noch das hier? Die Hand des Mimas. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will mal gucken. Aber da ist kein Ding in der Nähe. Habe ich bestimmt mit eins verpasst, irgendwie zu aktivieren. Ich will mal gucken, ob sich da was getan hat. Und ich dann gehen wir sofort weiter. Halte die Sardinen schön kühl. Nun sieh dir das. Hoffentlich hat die Tuchhändlerin den Stoff. Hast du den Stoff? Wie wäre es mit ein wenig Damast? Oder lieber ein paar Meter Samt? Oder Loden? Nur etwas Leinen. Zwei Ballen. Sie sind schon bezahlt. Ja, bitte schön. Jetzt gib mir den Stoff. Tut mir leid, Milord. Aber eure Stoffe sind nicht hier. Sie hätten mit einer Karawane aus Boklat hier eintreffen sollen, aber wir warten schon seit mehreren Tagen auf sie. Meine Mutter gibt Banditen die Schuld, aber sie gibt an allem Banditen die Schuld. In den meisten Fällen hat sie damit auch recht. Die Karawane kommt also aus Richtung Süden? Ja. Hoffentlich mit lauter hübschen Sachen im Gepäck. Moment, wollt ihr sie etwa... Ich muss genau in die andere Richtung. Ganz genau das habe ich vor. Oh, na dann, viel Glück. Das ist genau die andere Richtung, wo ich nachgucken wollte. Und zum Glück habe ich einen Schokobo. Vielleicht, wohl da durchging, oder? Steht da so auffällig. Ja, okay. Jetzt habe ich keinen Träger, ne? Boah, bitte sag mir, ich kann auch mal gegen diese einen Typen kämpfen. Ich will einfach nur mal gucken, ob sich da was getan hat jetzt, ne? Ob wir jetzt irgendwie was machen können. Weil, als wir das letzte Mal gefunden haben, war ja da nichts, ne? Ambrosia brauche ich jetzt nicht. Noch ein Beet im Bauche. Oder sie. Sie, ne? Gut so. Lauf wie der Wind. So. Das sieht aus wie so eine typische Landschaft in Final Fantasy 15. Aber ich dachte, Jill wäre neben mir. So, wir gucken einfach nochmal, ob sich da jetzt getan hat, ne? Weiß nicht, ob das Spiel dann irgendwann so was sagt, so hör mal, ey, das Ding ist jetzt irgendwie, das sah mir irgendwie so nebenquestmäßig irgendwie aus, ne? Das sah mir jetzt nicht so aus wie irgendwas, was storymäßig irgendwie so aktiviert wird. Mal gucken wir mal. Nein, bitte nicht triggern. Hm.
das hier? Die Monster habe ich nicht gemacht. Ohne Gnade rennen wir an sie vorbei. Ah, ich muss aber trotzdem gegen die kämpfen. Ja, absteigen. Okay, Torgal hat irgendwie mehr Schaden gemacht als ich. So. Hat sich jetzt irgendwie was getan. Nee. Cool. Okay, finde ich gut. Pff. So, ist ja irgendwie einer dieser Orte, wo ich hin muss für... Ich glaube nicht, ne? Dann kümmern wir uns um die Quest, ne? Dann kloppen wir uns am Ende noch mit dem Monstern, ne? Ah, das ist nicht so weit entfernt. Hm. Der Drecksvogel ist eine Gefahr. Es war nur ein Versehen, ehrlich. Was ist denn hier los? Soll das halb kaputte Zeug jetzt noch kaufen, nachdem dein Biest darüber getrampelt ist? Für mich sieht alles noch ziemlich heil aus. Gibt es irgendein Problem? Falls du vorhast, meine Waren zu klauen, kannst du dich schon mal auf eine Enttäuschung gefasst machen. Alles die Schuld von dem Dummkopf da. Aber du bist mir doch vor den Wagen gelaufen. Dieses Federhirn hat mich niedergetrampelt. Ich bestehe auf Entschädigung. Wenn ich denn Gil, dann nehme ich die Waren, die du dabei hast. Sonst melde ich dich bei der Garnison und lass dich hängen. Aber meine Lieferung wird in Nordstedt erwartet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie dir nicht geben. Du kommst nicht zufällig aus Bocklat, oder? Ja. Warte mal, ich dachte, die warten seit mehreren Tagen auf die Lieferung. Haben die Markthändler dich geschickt? Sind die ja tagelang schon am Diskutieren, oder was? Ich kann auch dafür zahlen. Hat also Verstärkung und Gil scheinbar auch. Tja, tut mir leid für dich, aber die werden wir uns jetzt nehmen. Hey, Schlechter! Zeit zum Abkassieren! Alter, was? Du sollst mich nicht so nennen. Und wir hätten schon längst abkassiert, wenn du nicht dieses kleine Schauspiel abgezogen hättest. Banditen! Genau, die sind meistens schuld daran. Bringen wir es hinter uns. Ich nehme den Vogelfreund. Kümmer du dich um den Schönling, Schlechter. Nenn mich nicht so. Ich hab gesagt, du sollst mich außerhalb des Betts nicht so nennen. Au. Haha. Also cool. Ups. Nein. Ah, ich missgebaut. Oh, warte ich eigentlich nicht. Oh, ich war gar nicht gestunt von den Angriffen, auch wenn ich getroffen werde. Quatsch, Knöpfe. Da. Aua. Einfach durchgetankt. Oh. Bandit bezwungen. Das heißt Schlechter. Okay. Schon gut, ich gehe ja schon. Schlechter, dass ich nicht lache. Alter. Ist alles in Ordnung? Ja, dank deiner Hilfe.
Dieser Betrüger wollte wohl den Banditen die Drecksarbeit erledigen lassen. Wie sehr bist du ein Jedi? Ist ja dann nicht weiter an deiner Hilfe. Wäre ihm das sicher auch gelungen. Meine Lieferung ist gerettet. Oh, ohne dich wäre ich jetzt ruiniert. Bitte lass mich dich belohnen. Darüber können wir auch in Nordstedt reden. Ich werde dich dorthin begleiten. Okay, wir sind schon fast da. Wir sind da. Also hattet ihr beide recht. Es sind wirklich immer Banditen schuld. Und ohne die Güte dieses Söldners hier, würdet ihr eure Waren wahrscheinlich gerade von einem von ihnen für den doppelten Preis zurückkaufen. So, wenn ich mich nun verabschieden darf, ich habe eine dringende Verabredung im Schleier, bevor ich nach Bockler zurückkehre. Lebt wohl. Warte, was? Oh, das hätte ich fast vergessen. Ihr wartet ja noch auf euer Leinen. Glücklicherweise sind beide Ballen sicher mit dem Rest der Lieferung eingetroffen. Und zum Dank habe ich euch noch ein paar Ellen unserer besten Stoffe eingepackt. Kostenlos natürlich. Ist das auch wirklich in Ordnung? Meine Mutter besteht darauf. Schließlich habt ihr unsere ganze Lieferung gerettet. Okay, danke schön. Versteck. Hortense wartet sicher auf den Stoff. So. Das ist Sandbrick. Rosaria war ja die Nordrosaria, also muss ich sowieso hin. Na gut, dann Rosaria. So, wo sind die Orte? Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr auswendig, aber wenn ich das sehe, werde ich das schon sehen, ne? Wahrscheinlich. Nördlich von da und ich glaube westlich von irgendwo anders, ne? Das war nicht das Rosentor, ne? War der Rosaria, ne? Okay, irgendwie ist das hier nicht. Finde das gerade irgendwie nicht. Sieht das auch als Rosario? Ja, ja, ne. Ja, kaiserliche Provinz, ne. Also immer das gleiche. Hm. War doch Rosario, oder? Komme ich da nicht hin? Hier war das. Irgendwo da in der Nähe muss das dann sein. Ne? Da ist einer von denen. Ja, schon mal da ein. Man weiß mal so ein Monsterplatt, ne? Ich weiß nicht, ob das westlich oder nördlich nochmal war. Aber irgendwo hier. Ich nehme mal hier sind, ne? Ich will jetzt mal raten, da ist es. Was war? Ich glaube, da ist kürzer. Weil er nicht den Greif erledigt. Nein. Ist da sowieso niemand mehr am Leben. Ich glaube nicht, dass sich da jemand stört von Chocobo. Warum denn dieser Pfiff? Das ist doch dieser hey sexy. Das ist auch diese Art von Pfeifen. Ah, oh, schaut euch mal die Fehler von diesen Schokobahnen. Ich glaube, wir shoppen auch gar nicht mehr so, ne? Ich meine, shoppen tun wir sowieso, ne? Aber so zeitlich würde ich sagen, kann ich mir ja nächstes Mal nochmal angucken, wo halt nochmal ist. So, hier habe ich die Markierung gesetzt. Oh. Vorbeigelaufen. Ja, ich gucke mal so an die auffälligsten Orte, wo das sein könnte. Da gibt's ja. Hier, ne, pass auf.
Nee. Okay. Ich kann mich erinnern, hier an diesen Ort. Und sonst noch hier? Okay. Fragt ihr mich immer noch? Geht weg. Ich darf mein Schoko bereiten. Boah, jetzt habe ich die auch noch getriggert. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ich habe erst gedacht, der Schatten, aber irgendwas. Du bist da, ne? Ne. Bist du das? Auf geht's. Okay, ich wollte doch ein bisschen dauern, bis ich das Viech finde. War so ein Weibern, aber ich glaube nicht, hat der hat war, ne? Nee, komm mal nicht. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück zum Versteck und guck, wo genau die sind, ne? Aber also wie das ausschaut. Hat. Fantes Riperion. Oh. Mein Gott. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Lass mich doch mal hier. In Ruhe nachgucken, was hier alles so ist. So, hier habe ich irgendwie was gefunden, oder? Okay. Boah. Bist du nicht was wie ich? So, kann ich überhaupt schnell reisen hier? Na gut, dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, wo das, wo die Viecher noch mal sind. Dann schreibe ich mir dem auf oder irgendwie so, wenn ich die so nicht finde. Mein Gott. Oder gleich. Ich habe den ganzen noch danach geguckt. Ja, guck ich mir beim nächsten Mal noch mal richtig an, wo die sind, ne? Und dann suchen wir die noch mal. Mein Spiel hat hier so unnötig schwierig macht. Ambrosia hilft mir hier nicht. Aber ich will ja so ein Ding gefunden, ja. Was auch immer es sein soll, so ein Obelisk oder Monolith oder irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere Ort nochmal hieß. Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser und Wasser, Wasser. Ja, da auch so Ruinen. Ist ja auch so ein Ding irgendwo in der Nähe. Wasser und Wasser und Wasser, Wasser und Wasser und Wasser, 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 Wasser und Wasser und Wasser, 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 Wasser. So. Ach, das ist ja diese Kirche, ne? Von Marfa. Die ganzen Träger abgemetzelt wurden. Hat selbst Kleifes genervt. Der Boden hier in der Trauerbucht ist sehr feucht. Vielleicht feucht genug für Nixenkelche.
Alter, warum sind die da mit 26? Warum muss ich die erledigen? Hm, nee, muss ich nicht. Gelbe Blüten. Nixenkette. Ja, ich muss auch gegen euch kämpfen. Au. Ha. Da gibt es auch nicht. Ja, mein Konto war fehl. Voll überdramatisch umgefallen. Dann kippt er um und völlig vollgestopft mit Pfefferkuchen. Wieder mal so passiert nach jedem Schlag. Aha, ich hab dich als Haar. Meine ganzen Angriffe feiern seine Bumper ab. Da war er tot. Nein, ich will nicht. Ich will das hier einsammeln. Ich will dich nicht streicheln. Warum soll ich sowas hier was tun? Dieser Duft hat etwas Vertrautes an sich. Er erinnert mich an früher. Ich hoffe, das reicht. Von Goblins habe ich nämlich genug. Na gut. Dann gehen wir mal zurück nach Guichem. Dann gehen wir nächstes Mal die Monster suchen. Und die Plätten. Ne? Weil sonst passiert sowas. Ich renne da die ganze Zeit durch die Gegend und finde den nicht. So, hier ist ein Stoff. Clive, entschuldige, dass ich dir Umstände gemacht habe. Aber meine Bestellung hast du, oder? Sorge, hier ist sie. Ich glaube, du wirst mehr als zufrieden mit den Stoffen sein. Hm, oh. Ich habe einfach gecheckt. Mich angeguckt. Mal sehen. Ein Bein rotes Leinen, ein Bein blaues. Oh, ich erinnere mich nicht, Samt oder Seide bestellt zu haben. Oder ist das Goldstickerei? Gütige Gwigor. Ich hoffe, diese Händlerin erwartet nicht, dass ich das alles bezahle. Du kannst ganz beruhigt sein, Hortense. Das waren Geschenke. Zum Dank für einen Gefallen. Ich kann sie natürlich auch zurückbringen. Oh, ich... nur nichts überstürzen, Clive. Ich werde schon irgendwas damit anfangen können. Da fällt mir ein, welcher von den dreien gefällt dir denn am besten? Hm? Ich weiß nicht. Du weißt da, glaube ich. Dann gebe ich ihn am besten Jill. Wusstest du eigentlich, dass sie eine ziemlich gute Schneiderin ist? Zumindest weiß ich, dass sie als Kind auch nähen gelernt hat. Oh, ich glaube, wir haben gerade bestätigt bekommen, dass Jill hier überlebt. Also als Spiel. Unbedingt. Zusammen. Aber wenn ich diese Quest später gemacht hätte, ne? Nachdem mein Vater die Rebellion in den örtlichen Gebieten niedergeschlagen hatte,
kam Jill zu uns an den Hof, um ihren Vater Silbermähne zur Einhaltung der Verträge zu zwingen. Dann ist sie eine waschechte Prinzessin, nicht wahr? Das habe ich gleich erkannt. Manche Leute haben einfach so eine Ausstrahlung. Hier gibt's aber nicht viele davon. Ich würde ihr gern etwas nähen, das besser zu ihrer Stellung passt, aber sie würde ja doch nur ablehnen, wie immer. Mir sagen, dass ich den Stoff lieber für die Kinder benutzen soll. Bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Das letzte Kleid, das du ihr genäht hast, scheint sie jedenfalls sehr zu mögen. Das trägt sie ja wirklich ständig. Vielleicht näht sie sich selbst etwas Neues aus deinem Geschenk. Ablehnen wird sie es sicher nicht. Das würde mich so freuen. Doch 500 Fähigkeitspunkte. So, ach, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da runter rennen für diesen Typen. Da haben sie aber irgendwie verunst, ey. So ein unglaublich langen Weg bis da ganz unten zu dem Typen, ohne die Fähigkeit zu rennen oder irgendwie sowas oder zu springen, ja, außer diese springen Sachen hier. Okay. Kannst du mal ein bisschen näher irgendwie gehen? Ich freue mich, dich wieder bei uns im Garten zu begrüßen, Sid. Gibt es Neuigkeiten? Nächsten Kelch. Ich habe die Blumen gefunden. Oh ja, wundervoll. Oh ja. Genau wie sie in meinem Buch beschrieben wurden. Erzähl, war es schwer, sie zu finden? Die Suche selbst war nicht schwer, nein. Weißt du, der Duft erinnert mich an meine Kindheit. Damals habe ich nicht drauf geachtet, aber vielleicht wuchsen sie auch im Schlossgarten. Wenn ein Extrakt daraus die Wirkung von Arzneien verstärkt, dann wurden sie sicher auch in den Tinkturen und Heiltränken für meinen Bruder verwendet. Wenn sogar eure Hofärzte auf die Wirkung vertrauten, dann ist das ein Grund mehr, sie hier bei uns im Garten anzubauen. Sid, ich werde dir zum Dank etwas davon geben und vielleicht wird es dir eines Tages das Leben retten. Ich muss nur die Essenz aus den Blüten extrahieren. Okay. Quetsch dir einfach nur so raus. Wie so ein Handtuch. So, schon fertig. Eine Ampulle reinsten Nixenkelch-Extrakts. Ein einziger Tropfen genügt, um die Wirksamkeit deiner Heilmittel zu steigern. Zumindest hoffe ich das. Okay, ja, jetzt nicht die restlichen Dinger noch bekommen. Nixenkelch-Extrakt. Der Wirkung von Mitteln, okay. Mittel verstärkt. Oh. Ist meine Tränke jetzt stärker? Du hast etwas Nixenkelch-Extrakt geholt, mit dem du auch nun die Wirkung meistens der Mittel verbessern wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen mehr Lebenspunkte wieder her. Und Stärke und Steiner und Löwenherz-Tonika wirken über einen längeren Zeitraum. Oh, sehr nice. Ja, hat sich doch gelohnt. Für die sehr unwahrscheinlichen Momente, wo ich mal einen Heiltrank benutze, auch wenn ich meistens immer versuche, so wenig wirklich zu benutzen, ne? Aber gut zu wissen. Alles klar, gut. Würde ich sagen, das war's. Ich habe wahrscheinlich schon wieder zwei Parts aufgenommen und dann so mitten geschnitten, ne? Wir sind einem Bosskampf. Weil ich nicht genau wusste, weil ich hier so ein Schnitt machen sollte, ne? Und boah, ich gehe schon wieder falsch weg. Wenn sich das Ding nicht irgendwann in die Luft erhebt, ne? Dann weiß ich auch nicht, ne? Das ist ein Luftschiff. Na gut. Beim nächsten Mal, am Anfang des nächsten Parts, würde ich sagen, versuchen wir noch mal diese beiden Monster zu finden, ne? Ich werde euch dann wahrscheinlich im Part so mitten in so einem Kampf irgendwie so begrüßen oder mitten vor dem Kampf.
Und ja, dann können wir noch mal versuchen, ja, mit dem Suchen. Ich kann mal gucken, ja. Ich kann das ja so machen, ne? Nein, ich kann ja nur eine Markierung setzen. Westlich von Rianus Ritt Rosaria. Nördlich von der Trauerbucht Rosaria. Ich weiß nicht, ob das, wenn ich das Spiel beende, immer noch behält oder so, ne? Aber westlich von Rianus Ritt, ne? Dann nördlich von der Trauerbucht, ne? War das? Bis dann aber erstmal ja alles findest, ne? So viele Sachen. Das stille Uf. Trauerbucht hier. Also hier, ne? Wie sollen wir dazu? Aber nächstes Mal werde ich das wieder vergessen haben, aber dann werde ich das wieder nachschauen. Ich war 185, kann ich mir dafür halt eintauschen? Nee. Viel Glück da draußen, Sid. Na gut, beim nächsten Mal sind wir mal hier bei dem Kämpfen, würde ich sagen, bei den Bossen, bei den Jagd, Kopfgeldjagd, was auch immer. Und ja, werde ich wahrscheinlich schon vor eins von diesen Viechern stehen, ne? Und ja, dann können wir die schon mal plätten beim nächsten Mal. Gut, aber ich sage, das war's für diese Folge und für die letzte Folge davor auch, wo ich einen Schnitt gemacht habe. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Abschiedshüpfer. Tschüss.